Schön, dass Sie da sind bei Kurskorrektur Spiritualität im Business. Naja, Sie kennen Ihr Familiensystem und Sie wissen, dass da manches unklar ist. Und wussten Sie schon, dass Sie manchmal Ihre Familie mit in die Firma nehmen? Nämlich in dem Gedanken, dass Sie sich vielleicht genauso fühlen. Heute sprechen wir, liebe Melanie, über Organisationsaufstellungen und was das eigentlich auch mit unseren Familiensystemen zu tun hat. Total spannend, oder? Ja. Weil ich finde, das ist gerade für Spiritualität im Business ein neuer Weg, an Teams, an Führungsaufgaben zu kommen. Vielleicht aber auch in der Nachfolgeplanung. Wie schwierig ist das oft in der Nachfolgeplanung, wenn die Kinder plötzlich rein sollen und die Senioren nicht so gehen wollen vielleicht? Also da denke ich, das ist ein guter Weg, das aufzulösen. Weil da verbindet sich Familie und Unternehmen total eng. Das stimmt. Letzten Endes, wie du es eben schon gesagt hast, wir tragen ja irgendwie ein Stück unsere Familie auch immer mit ins Unternehmen rein. Und das nicht nur als Unternehmer, Unternehmerin selbst, sondern als jeder einzelne Mitarbeiter. Mit dem ganzen Päckchen, was wir so mit uns rumschleppen, mit was wir, das wir ins Leben tragen, durchs Leben tragen, das spielt ja alles irgendwie eine Rolle. Auch im Business, sei es jetzt als Chefposition oder aber auch als Mitarbeiter. Ja, du kommst als Mensch nicht alleine wirklich. Nee, du kommst nicht immer mit so einem ganzen Rattenschwanz hinterher. Die sind alle mit dabei und die nimmst du mit. Und manchmal weißt du gar nicht, woher etwas kommt und warum es da ist. Das stimmt, ja. Finde ich auch immer, also selbst so im Alltag, wir erleben es ja auch immer wieder, wir haben ja auch so Muster, die wir uns immer so mitleben oder Dinge, die für uns so ganz normal sind, weil das war schon immer so, ne? Das haben wir auch schon immer so gemacht und wo das eigentlich herkommt, das reflektieren wir viel zu selten und trotzdem prägt es unser ganzes Denken, Fühlen, Handeln, Sein. Ne? Ja, und ich finde das so zwei Menschen kommen aufeinander aus zwei Familiensystemen. Und meinen jetzt, sie wissen, was Beziehung, wie das funktioniert. Aber jeder hat ein anderes Bild. Mhm. So ist es ja auch in einer Firma. Du kommst in ein Unternehmen, du denkst, du weißt vielleicht, was du da reinbringst. Aber du triffst auf eine Struktur oder auf etwas, wo du noch nie Kontakt mit hattest im vielleicht. Das könnte ja sein. Oder du schiebst es so gewaltig in das System rein, dass es auch vielleicht zu Schwierigkeiten kommt. Untereinander sicherlich. Und denken wir mal so an die Firmenaufstellung, Firmenhierarchie, wie sie sonst die Struktur in sich überhaupt schon. Die Struktur in sich, genau. Das ist ja über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte schon fast gewachsen, wie wir da agieren und wie wir da miteinander umgehen. Und wenn ich jetzt auf einmal mich selbst einbringen soll und jeder bringt noch eigentlich so seinen Rattenschwanz mit, ja, das kann natürlich erstmal holprig werden. Und dass dann auch irgendwie diese Hierarchie, dieses Bild, was wir lange Zeit hatten von einem Organisationsaufbau, welcher Art auch immer, dass das dann anfängt zu wanken, das kann ich gut nachvollziehen. Und dann auch gerade bei dem Trend zu sagen, agile Strukturen, was man so will. Ich vergleiche das manchmal ein bisschen böse mit laissez-faire Erziehungsstil, wenn dann so keiner mehr weiß, was er machen kann, wo es aneckt oder wo Loyalität einfach auch manchmal gar nicht vorhanden ist. Also ich glaube, dass früher ein Unternehmen oft so, ja manchmal, ich so ein verträumtes Bild manchmal, da wusste der Firmenchef, wenn er durch die Halle geht, sogar wie es der Oma noch von dem Lehrling ging oder der kannte die oder der Opa hatte da auch da gearbeitet, da war ein anderer Zusammenhalt. Heute ist es so ein bisschen anonymer. Und wie loyal ist man denn eigentlich dann noch, wenn es doch so ein bisschen fremdelt, anonymer ist? Bin ich dann wirklich im Geschehen oder kann ich mich doch ein bisschen raushalten aus dem Ganzen? Ne? Ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle. Ne? Wie anonymisiert wir in den letzten Jahrzehnten geworden sind. Weil da kann ich mich immer ein Stück weit rausleben. Ja. Und immer ein Stück weit auch so die Verantwortung von mir schieben. Ja. Ne? Und das macht ja auch was mit uns. Nun würde man ja, wenn man der eine oder der andere unserer Zuschauer hat, vielleicht schon mal das Wort Familienaufstellung gehört. Vielleicht. Vielleicht waren sie auch schon mal irgendwo. Und jetzt würde man sagen, sowas in Organisationen, auch wenn das Familien sind? Ich bin total gespannt, was dein Gast da gleich zu sagt, welchen vielleicht wissenschaftlichen Hintergrund es hat, auf welches Feld da zurückgegriffen wird. Aber auch gleichzeitig interessiert mich eher, wenn ich mir vorstelle, bei einer Familienaufstellung nehme ich ja auch nicht meine ganze Familie mit. Da gehe ich ja meistens auch alleine hin. Brauche ich eigentlich, das wird man jetzt eigentlich denken, brauche ich das ganze Team eigentlich?
Müssen die mitmachen oder können die zu Hause bleiben und trotzdem passiert was? Das ist spannend, absolut. Ja. Schicken wir die weg und machen trotzdem was und es wirkt am nächsten Tag? Am Montag öffnen sich die Türen und die Welt sieht anders aus. Könnte das so sein? Das wäre dann so das, wo wirklich Spiritualität greifbar zu machen, in einer Form von einer Arbeitsweise, die ja doch vielleicht nicht für jeden greifbar ist, weil man muss fühlen können, man muss etwas wahrnehmen können, nicht nur was zwischen den Zeilen gesprochen wird, sondern was in den Systemen wirklich existiert. Was ist deine Erfahrung mit Aufstellungsarbeit oder Organisationsaufstellung? Hast du welche? Also sicherlich so tief wie jetzt unser Gast, der kommt, freue ich mich sehr drauf. Aber so vom Grundsatz her ist es genauso. Erstmal die Sperre, die innere Sperre, zu sagen, wie tief muss ich jetzt eigentlich gucken? Ja, manchmal ist das ja schon ein bisschen spooky. Kann ich nur ein bisschen oben kratzen? Kann ich mal so ein bisschen kratzen? Ja, genau. Dann auch manchmal ist es auch eine Form von Angst, da genau hingucken zu dürfen. Mhm. Ich sage jetzt bewusst dürfen. Mhm. In Dinge, mit denen ich mich vielleicht lange nicht beschäftigt habe oder es gar nicht wusste, dass es überhaupt existiert. Ja, und dann kommt natürlich so genau, wie du sagst, wen muss ich jetzt alles integrieren? Kann ich das für mich alleine machen? Passiert vielleicht irgendetwas, wenn ich jetzt mich mit dieser Situation beschäftige, da irgendetwas verändere? Passiert jetzt vielleicht auf anderer Ebene etwas, was ich eigentlich nicht will? Das sind ja alles so Ängste bzw. Sorgen, die dann entstehen können. Andererseits finde ich es unendlich spannend, wenn man sich darauf einlässt, was passieren kann, was also wirklich möglich ist, auch da wieder, welche Räume sich öffnen, wenn man sich einmal traut, etwas tiefer zu schauen, als man es sonst gewohnt ist, in gewisse Strukturen der Organisation reinzuschauen, derer man nicht gewohnt ist, sie überhaupt zu betrachten. Und dann hat man auf einmal neue Aspekte, die man für sich auch in das neue Arbeitsumfeld auch mit reintragen kann, also sowohl in der Familie für sich selbst, als dann aber auch im Business, dass da auf einmal etwas aufgeht, etwas sich öffnet, an das ich vorher nicht gedacht habe, finde ich immer wieder erstaunlich zu sehen und auch dann, wie sich das letzten Endes in den wirklichen Businessstrukturen auch verändert, also wirklich auch in Zahlen, im Umgang miteinander, in den Positionen, die sich unter Umständen verändern können, wenn so eine Arbeit in einem Unternehmen gemacht wird. Das finde ich spannend. Bin ich ja gespannt, welche Räume ihr beiden jetzt aufmacht, du mit dem Stefan Ludwig. Lieber Stefan, als allererstes würde mich die Frage interessieren, die wir ja schon so ein bisschen mit Martina geöffnet haben. Gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen der Aufstellung für die Familie, für die Person an sich und der Organisationsaufstellung? Familienaufstellungen sind zuerst da gewesen und dann haben sich erst die sogenannten Organisationsaufstellungen daraus entwickelt. Und das war ein ziemlich schwieriger Schritt, weil Familienaufstellungen extrem emotional sein können. Und Organisationsaufstellungen machen meistens Menschen, die in einer Führungsposition sind, Vorstände, Geschäftsführer, Inhaber. Und die sind überhaupt nicht so bereit, sich auf emotionale Prozesse einzulassen. Und es ist auch nicht notwendig. Es ist einfach viel, viel sachlicher, allein dadurch, dass wir nicht die persönlichen Beziehungen aufstellen, sondern wir gucken uns zum Teil auch Abteilungen an, wie die miteinander funktioniert werden, als Person aber schon die Führungspersönlichkeit, die dann dafür sorgen muss, dass diese Abteilungen gut zusammenarbeiten. Also ich würde sagen, ein ganz wichtiger Unterschied ist die geringere Emotionalität und auch der Rahmen. Den Rahmen, den wir der Sache geben. Ja? Ja, genau. Es kommt nämlich nur eine Person in einem extrem geschützten Rahmen. Das heißt, wir treffen uns irgendwo mit Stellvertretern, mit dem Klienten, natürlich mit dem Systemaufsteller und Business Coach, der das leitet. Und es gibt sogar Verschwiegenheitserklärungen, die unterschrieben werden müssen, weil es manchmal einfach um wirtschaftlich enorm relevante Dinge geht, wie Fusionsprozesse oder wie die
Neubesetzung einer Geschäftsführung und so weiter. Also spannend daran finde ich ja schon einmal, dass wir, dass eine Aufstellung in einer Familie bzw. für eine Person total emotional sein kann, weil ich, so wie wir es ja auch schon eben im Vorgespräch hatten, weil ich auf einmal mit Dingen zu tun habe, derer ich mir vorher nicht bewusst war oder die ich auch gar nicht so gern sehen wollte. So, spannend daran ist jetzt, dass wir in der Organisation ein Stück weit weg sind von der emotionalen Hürde, so will ich es mal bezeichnen, ja, und das tatsächlich komplett sachlich auch bezeichnen können. Und du hast eben auch schon etwas sehr Wichtiges gesagt für dieses Gespräch auch, dass du dich oftmals auch nur mit einer Person triffst, um das für die gesamte Organisation auch in die Wege zu leiten. Wie dürfen wir uns das denn überhaupt in der Praxis vorstellen? Also du triffst dich mit einer Person, einem Unternehmer, einer Unternehmerin, die möchte gern für das Unternehmen etwas verändern, um sich für die Zukunft ja moderner, flexibler aufzustellen und auch ein bisschen ihre eigenen Möglichkeiten, Perspektiven zu öffnen. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie genau läuft sowas ab? Das Anliegen ist noch präziser meistens, weil bevor man sich darauf einlässt, braucht es einen gewissen Leidensdruck. Das heißt, ich sag mal, da gibt es einen Veränderungsprozess in dem Unternehmen, wo der seit 6 Monaten überhaupt nicht vorangeht und man weiß nicht warum. Oder eine Führungskraft ist völlig am Rande ihrer Möglichkeiten. Also das sind Situationen, wo immer ein großer Druck drin ist. Und dann muss man sich das vorstellen, dass diese Person, die betroffen ist oder die eine wichtige Entscheidung fällen möchte, in einen Rahmen kommt, den wir vorbereiten. Sozusagen, ich sag mal, 12 Personen sind schon anwesend und dann kommt diese Person dazu in einem sehr geschützten Rahmen, wo sie alles öffnen kann, was sie bewegt und was an Gedanken und Gefühlen da ist. Das darf schon erstmal sein. Und die Stellvertreter, mit denen man dann eine Aufstellung macht, die werden gestellt. Das heißt, das sind Personen, die eine besondere Sensibilität auch haben, die sozusagen die wertvollen Informationen an die Oberfläche bringen. Würde man normale Menschen nehmen, dann reden die sehr viel, was so ihre eigenen Theorien sind. Und dann hat man vielleicht 12 Coaches im Raum und jeder versucht, der Schlauste zu sein. Das könnte man überhaupt nicht gebrauchen. Man braucht Menschen, die unmittelbar berichten können von ihren Körperempfindungen, ob sie in ihrer Kraft sind, ob sie mit anderen gut in Kontakt sind, die widerspiegeln können, wie sie die Klientenpersonen, also die Führungskraft, den Geschäftsführer wahrnehmen. Und das ist eine besondere Fähigkeit, diese Unvoreingenommenheit, damit wir das Wissen des Systems an die Oberfläche bringen können. Also schon mal die Vorstellung, dass wir da zum Beispiel 12 Personen stehen und dass diese 12 Personen auch sehr reduziert reflektieren können, was jetzt eigentlich da gerade passiert, die kann schon einmal für eine erhebliche Entspannung sorgen, weil dann wieder diese Emotionalität auch weg ist, von der du gesprochen hast, sondern ich kann es wirklich, als würde ich von außen drauf schauen, betrachten. Genau. Ja. Und wenn ich dann damit durch diese einzelnen Positionen, Personen auch durchgehe, dann passiert ja auch in dieser Arbeit schon eine Veränderung. Welche Veränderungsprozesse kann ich zum Beispiel sofort wahrnehmen und was ist vielleicht erst später umsetzbar bzw. dann noch formbar? Also man kann schon praktisch mit Beginn der Aufstellung Informationen sammeln über das, was hinderlich ist für das Anliegen des Klienten und was förderlich ist. Also ich sag mal, Erfolgsfaktoren und Misserfolgsfaktoren. Das können Personen sein, das können Abteilungen sein, das können verschiedene Hierarchieebenen sein. Und man sieht dann in der Aufstellung, je weiter die Aufstellung fortschreitet, wo gibt es unterstützende Kräfte. Wo gibt es aber auch Geheimnisse?
Also das ist genau wie in der Familienaufstellung. Man entdeckt manchmal Dinge, die man vorher überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Ich nehme mal ein Beispiel. Es geht häufig um die Verteilung von Macht. Da unterscheidet man ja formale Macht. Also jemand ist der Chef und der andere müsste eigentlich das tun, was der Chef sagt. Aber so einfach ist es nicht. Es gibt noch eine zweite Ebene von informeller Macht. Also zum Beispiel ein Mitarbeiter, der schon sehr lange in diesem Unternehmen ist, der wahnsinnig gut vernetzt ist und auf den viele andere hören. Wenn der nur Ja, Ja zu einem Veränderungsprozess sagt, in Wirklichkeit aber denkt, ach, schon wieder will irgendjemand was verändern, das hat noch nie geklappt und er redet mit seinen Kollegen darüber, dann wird dieses Projekt nicht gelingen. In einer Organisationsaufstellung geht es darum herauszufinden, wie man solche Menschen ins Boot kriegt und was die wirklich brauchen. Ich sag mal, wenn ich jetzt so ein Beispiel nehme, dann geht es häufig um Wertschätzung, Anerkennung, um die Regulierung der Geschwindigkeit der Veränderung, so dass es für alle Beteiligten möglich ist, das mitzutragen. Mhm. Und du hast jetzt eben schon ein paar schöne Beispiele gebracht, zum Beispiel mit dem alteingesessenen Mitarbeiter, der sozusagen schon zum Inventar gehört. So sagt man ja auch gerne. Und Veränderungsprozessen vielleicht nicht mehr ganz aufgeschlossen gegenübersteht. Natürlich gibt es auch da andere Beispiele. Aber was gibt es denn noch für Möglichkeiten oder welcher Art von Veränderungsprozesse kann ich denn durch eine Organisationsaufstellung wirklich anstoßen? Also ein ganz besonders effektives Beispiel ist der Nachfolgeprozess in einem Familienunternehmen, weil wir dort zwei Ebenen haben. Wir haben einerseits das Familiensystem, sag mal zwei Brüder, die ein Unternehmen übernehmen sollen, die aber in Konkurrenz sind und unterschiedliche Anteile, unterschiedliches Entscheidungsrecht haben wollen und was dann vielleicht dazu führt, dass der Senior es nicht übergeben kann, solange der Konflikt nicht ist. Das heißt, wir müssen zunächst eine Aufstellung auf der Ebene des Familiensystems machen, bevor wir den wirtschaftlichen Erfolg dieses Unternehmens weiter befördern können. Das ist vielleicht einer der absolut effektivsten Einsatzbereiche, aber auch brisant natürlich, weil man in dem Familiensystem nicht um eine hohe Emotionalität rumkommt. So, wenn konkurrierende Geschwister in einer Unternehmerfamilie, das ist emotional und muss dann auch so begleitet werden. Aber bevor das nicht geklärt ist, wird es nicht gelingen, diesen Nachfolgeprozess gut zu begleiten. Und was mir auch noch wichtig ist, ist, dass eine Aufstellung nichts Isoliertes ist. Es ist kein Zauberhandwerkszeug, wo man sagt, wir machen jetzt mal eine Organisationsaufstellung, dann ist alles gelöst. Es gibt einen ganz wichtigen Prozess, der dorthin führt. Viele Gespräche, eine genaue Auftragsklärung, eine Vorbereitung aller Beteiligten, eine Information über diese Methode. Das ist ja auch nicht für jeden wirklich verständlich. Und dann kommt irgendwann diese Organisationsaufstellung und ein sehr delikater Auswertungsprozess. Weil eine Organisationsaufstellung bringt ganz viel neue Informationen an die Oberfläche und die müssen integriert und bewertet werden. Und das geht nur im Dialog mit den Menschen, die unmittelbar betroffen sind. Und dann gibt es natürlich auch eine Nachbereitung, einen Coaching-Prozess, der nach der Aufstellung stattfinden muss. Eine isolierte Aufstellung macht wenig Sinn und kann auch fast etwas kaputt machen. Das glaube ich sehr. Und du hast eben auch schon gesagt, es ist vielleicht die Art und Weise, wie man vorgeht, ist nicht für jeden sofort verständlich. Und das bedarf natürlich auch viel Aufklärungsarbeit. Und wir haben auch gerade erfahren, wie tief das eigentlich gehen kann, wenn es zum Beispiel nicht nur um das Unternehmen, sondern auch um einen daneben liegenden Familienkonflikt in dem Beispiel mit den beiden Brüdern geht. Und wir sind ja heute auch in der Thematik Spiritualität im Business.
Und du hast, wenn wir mit dem Satz, den du gesagt hast, es ist nicht für jeden verständlich, da sind wir ja immer an so einer Grenze. Wie weit kann jemand dann mitgehen, wenn es um zum Beispiel spirituelle oder energetische Themen geht? Und wir haben heute schon auch verschiedene Facetten, die wir da mitbringen können, um es erklärbar zu machen, um es nachweisbar zu machen und natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, was Spiritualität überhaupt ausmacht. In welchen Bereichen siehst du die Brücke zur Spiritualität und auf der anderen Seite, welche Möglichkeiten der Nachweisbarkeit gibt es denn heute schon, um zu sagen, das hat auch irgendwie Hand und Fuß, was wir da so machen? Ich beginne mal mit der zweiten Frage. Hat es Hand und Fuß? Es gibt inzwischen wissenschaftliche Nachweise, dass eine Aufstellungsarbeit wie eine eigene Sprache ist, die auch interkulturell funktioniert. Ich nehme mal so, um es ganz kurz zu machen, so ein paar Beispiele aus unserer Alltagssprache. Jeder weiß das. Mir sitzt die Angst im Nacken. Ich habe jemanden an meiner Seite. Oder stellen wir uns vor, jemand steht hinter mir. Für den einen ist es eine Gefahr, eine Bedrohung, ein Druck. Für den anderen ist es eine Rückenstärkung. Das heißt, unsere Alltagssprache hat ganz viele Elemente und Bilder, die aus der Aufstellungsarbeit kommen. Dr. Peter Schlötter hat das in einem sehr interessanten Setting erforscht, in Deutschland und in China, und hat gesehen, Menschen verstehen diese Sprache. Also wissenschaftlich ist das, glaube ich, gut abgesichert. Und die zweite Frage zum Thema Spiritualität, da möchte ich mal einen kleinen Bogen schlagen. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Es geht ja um Erkenntnis. Also unser Gehirn besteht aus Nervenzellen, aber die Substanz ist nicht die schlaue Nervenzelle, sondern die Art der Vernetzung der Zellen untereinander. Also Intelligenz heißt, es sind gut vernetzte Nervenzellen, also praktisch zwischen den Elementen. Wenn wir das jetzt übertragen auf ein zwischenmenschliches Beziehungssystem, und ein Unternehmen, eine Organisation ist ja ein zwischenmenschliches Beziehungssystem, dann können wir sagen, es ist nicht so entscheidend, welche Menschen da sind, oder zumindest genauso entscheidend wie die Verbindung der Menschen untereinander, also die Zusammenarbeit und die Beziehungsebene der Menschen, aber auch zwischen den Abteilungen, also zwischen allen Elementen. Wir sind es so gewohnt, immer auf die Elemente, auf die Bestandteile zu gucken und die zu etikettieren und zu bewerten. Spirituell ist es, auf die Zwischenräume zu gucken und die Verbindungslinien. Und das tun wir genau mit Organisationsaufstellungen. Wir gucken uns an, was ist wie verbunden. Und das hilft uns, Komplexität, die ja immer größer wird durch die Geschwindigkeit und die Vielfalt der Veränderungsprozesse, in denen wir uns befinden, nimmt ja die Komplexität zu. Und wir haben keine Zeit mehr, alles rational zu durchdenken und es auf Ursache-Wirkungsmechanismen zu reduzieren. Wir müssen uns direkt mit der Ganzheit beschäftigen. Und das tun wir, indem wir eine Aufstellung machen, haben wir die Ganzheit als lebendiges Wesen direkt vor uns. Und dann untersuchen wir die Verbindung innerhalb dieses Systems. Wir schaffen Ganzheitlichkeit über die Verbindungen und auch erleuchten wir sozusagen oder durchleuchten wir die Hintergründe auf übergeordneter Ebene. Liebe Martina, ich finde das faszinierend, was alles so passieren kann, wenn man sich einmal so ein bisschen mit dieser Aufstellung, auch mit den Hintergründen dieser Aufstellungsarbeit beschäftigt. Ja, ich finde das Bild auch, glaube ich, sehr mutmachend für unsere Zuschauer, die bis dato noch gedacht haben, ich habe nicht so genau das Gefühl dafür. Aber zu verstehen, dass es immer eine Verbindung zwischen etwas gibt, was greifbar, sichtbar werden kann und damit sich ganz viel lösen kann und damit wieder der Raum offen wird, was wir ja immer wieder in deinen Sendungen haben, dass der Raum aufgeht, um Veränderungen zu bewirken, die nicht so anstrengend sein muss, die getragener ist, die unterstützter ist.
Das finde ich ein sehr schönes Bild, was Stefan Ludwig gerade uns so zum Abschluss gegeben hat. Diese Verbindungen dazwischen, die wir manchmal gar nicht sehen, manchmal nicht greifbar haben. Ja, einmal die Verbindung zu uns selbst, da ist es wieder. Ja, und auch die Verbindung im Außen. Und dass wir Möglichkeiten haben, die alt eingesessen sind, also wirklich teilweise Jahrtausende alt sind, durch einen gewissen Nachweisprozess wissenschaftlich sogar schon auch belegt werden können und trotzdem so viel Tiefe haben, so viel Tiefe, dass sie mit uns selbst ja auch etwas machen. Und da bauen wir ja wieder die Brücke und wieder die Verbindung auch von der Spiritualität in den wissenschaftlichen Bereich rein. Und das ist ja das, was wir auch gerne damit zeigen wollen, dass wir durchaus Möglichkeiten in uns tragen, die Tausende von Jahre alt sind, die aber heute mit einem anderen Kontext oder durch einen anderen Kontext eine ganz andere Tragweite aufbekommen. Ich möchte das Bild jetzt nochmal so zum Ende der Sendung aufmachen. Es gibt Untersuchungen, wie Bäume miteinander sich unterstützen, wie sie sich miteinander vernetzen, verästeln, sogar wenn einer schwächer ist, den mitversorgen können. Und zu verstehen, dass wir Naturwesen sind, die nicht so weit weg sind von dieser Idee, einander zu stärken, zu unterstützen, Einfluss zu nehmen und das, was Stefan Ludwig auch sagte, die Komplexität wieder mal einfacher zu machen, durchsichtiger zu machen, sichtbarer zu machen und ja mal wieder einen klaren Blick zu bekommen für die wesentlichen Dinge, die uns so beeinflussen. Das stimmt, ja. Das Bild ist sehr schön mit den Bäumen, denn das ist ja auch mittlerweile belegt, ne? Wie lange hat es gedauert, bis wir nachweisen konnten, dass die Bäume untereinander vernetzt sind und zwar nicht nur durch ihre Wurzeln, sondern auch durch unterirdische energetische Bahnen, wie auch immer. Und früher haben wir gedacht, jeder Baum ist ein Baum. Genau, der steht da so alleine vor sich rum, genau ja. Wie wir so alleine da rumstehen. Nee, es gibt eine Verbindung in allem, was ist. Und das mal wirklich zu begreifen, zu diese erdumspannende Form. Und was ich spannend fand, war diesen interkulturellen Ansatz, dass wir sagen können, das ist möglich mit jeder ethnischen Gruppe. Jeder hat seine Systematik da drin und aus ihrem kulturellen Kreis, aber trotzdem ist es möglich, egal wo wir sind, es sichtbar werden zu lassen, diese Verbindung. Und das ist auch so schön, weil die Welt wächst zusammen. Wir werden immer offener, also globaler, alles funktioniert globaler. Und trotzdem haben wir, wenn wir nach draußen schauen, immer wieder Konflikte, ne, zwischen den einzelnen Menschen, Gruppen, welcher Art auch immer. Und dafür zu sensibilisieren, dass wir doch eigentlich alle nur Mensch sind und dass wir Menschen untereinander verbunden sind, genauso wie alles andere auch miteinander verbunden ist, was irgendwie mit der Erde, mit dem Universum, mit den Planetensystemen in Zusammenhang ist. Und es ist so schön, dass wir von Vernetzung reden im Digitalen und plötzlich die Vernetzung mit uns völlig vergessen. Ja. Wir denken, wenn ich einen Klick im Internet machen, dann bin ich vernetzt. Nein, diese Vernetzung, die sehr real, physisch, körperlich spürbar ist, das ist doch das Spannendste. Das stimmt. Die Leitung, ob die WLAN-Verbindung klappt. Das stimmt, ja, genau. Und da gesehen auch das Gitternetz der Erde ist ja auch so ein energetisches Netz, worüber wir verbunden sind. Und alles passt zusammen. Genau. Also ich finde es unglaublich, was wir hier schon so erarbeitet haben in den Sendungen und wie doch eins ins andere so zusammenpasst. Ja, und so natürlich ist. Und es ist total natürlich. Wir gehen in der nächsten Sendung noch einen Schritt weiter. Stefan Ludwig hat das Wort Ganzheit und Ganzsein gebracht. Und beim nächsten Mal... Beim nächsten Mal gehen wir auf Ganzsein ein. Das ist ja der große Wunsch. Ganzheitlichkeit ist so ein Trendwort. Nachhaltigkeit ist ein Trendwort. Und wir verlieren ganz zu sein. Was heißt denn eigentlich ganz sein? Wie können wir ganz sein? Und dafür hast du für deine letzte Folge einen wunderbaren Gast eingeladen, auf den ich mich jetzt schon sehr freue. Und Sie seien gespannt, wie Sie ganz sein können, vernetzt sein können in der Welt, auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, ich freue mich auf Ute Jungnick nächstes Mal, wenn wir dann noch einmal tiefer eintauchen. Genau.